Ihr seid auch schon da. Ja, grüß euch. Servus, die Mauern und grüß euch, die Buben. Ja, ihr seht, ich hab's ja gerade gemütlich. Diesmal mal ganz anderen Anfang. Sagen wir mal so, ich mache einen Overnighter. Und hab mir auch mein Handy mitgenommen, dass ich es ein bisschen gemütlicher hab. Mein Setup ist diesmal schon alles aufgestellt. Fix, fertig und ich kann schon eigentlich anfangen zum Genießen. Ja, an und für sich steht dem Ganzen jetzt nichts mehr im Weg. Ich werde euch nur schnell einmal mein Setup zeigen und dann machen wir es jetzt weiterhin gemütlich. Also, bis gleich. Setup für die Nacht heute. Regen wird wahrscheinlich keiner vorausgesagt werden. Ich habe ein bisschen was aufgespannt und Moskitonetz zum Schlafen. Und da hinten ist dann mein Essplatzerl wie immer. Gabel ist fertig, mein Spieß. Und heute gibt es einmal was anderes. Heute gibt es einmal ein Käsefondue. Jawohl. Heute mache ich mir ein Käsefondue. Habe ich noch nie gemacht. Werden wir heute das erste Mal machen. Und dazu habe ich da so einen halben Becken dabei zum Dunken. Auf das freue ich mich schon, wenn es was wird. Das muss dann eine schöne Konsistenz haben. Und dann gehört es mir. Tja, ich tue es an. Kostet noch mal. Mahlzeit. Herrlich. Ach, da brauche ich gar keinen Spieß, das machen wir so. Exquisiter, mal was anderes, oder? Da dürfte ein ganz schön viel Weißwein drin sein, den spüre ich außer. Hoffentlich randaliere ich heute nicht. So da. Kaum gegessen hätten wir. Soll morgen wieder schön werden. Ne? Obwohl ich morgen jetzt nicht so schön zu kassen. Naja. Lassen wir uns überraschen. Ja, und in dem Sinn werden wir natürlich gleich ein Käffchen dann machen. Ne? Gehört dazu. Freunde, mein bewährter Spruch an alle Krankensaison wieder mal. Schaut, dass es gesund wird. Und natürlich haben meine anderen Freunde und Abonnenten. Prost! Sehr gut wieder mal. Ich habe gar kein Thermometer mitgenommen, aber ich schätze, wir haben jetzt so gute
26 Grad, 27, 28. Da herin wird es vielleicht kühler sein. Das passt aber eh so. Ja, jetzt trinke ich gemütlich mein Kaffee raus, mein Käfchen. Und dann geht's ein bisschen ab in die Hängematte, ein bisschen abhängen quasi. Herrlich. Ja, und bevor ich mich in die Hängematten habe, habe ich mir noch ein Stück Holz zugeschnitten. Das wäre noch schnell ein paar Tonnen. Dann mache ich mir es gemütlich in der Hängematten. Und vielleicht schnitze ich mir dann einen Löffel. Schauen wir mal, ob es was wird. Der erste ist ja eine Badewanne geworden. Schauen wir mal. Oh, das dürfte nicht so schlecht sein. So, aber jetzt gehen wir mal in die Hängematten. Jawohl. Hoffentlich schaue ich mir nicht in den Schlaf, Freunde. Aufhören, muss aufhören zu singen, sonst schlage ich aus Ende. Ja, ich werde jetzt ein bisschen anhängen, aber da drehe ich die Kamera. Es ist so geil. Ja, ich glaube, er ist soweit fertig. Ja, so schaut er jetzt aus im Augenblick. Bin relativ zufrieden. Da haben wir ein bisschen Schleifen, vielleicht hinten ein bisschen den Griff noch ein bisschen anders machen, aber so vom Ding her schaut es ganz gut aus. Na, war der Sandmann schon da bei mir. Zuerst hat sich gerade ein Reh beschwert, das hat ordentlich böt. Hat mich sicher gewittert. Ein paar Mal böt und dann ist wieder abgezogen ins Dickicht. Ja, es regnet sich da immer wieder ein bisschen ein. Und dadurch, dass er jetzt schon drei Viertel ist, werde ich mich schon langsam in die Kuhle schmeißen. Ja, Freunde, ich liege jetzt in der Kuhle herin. Heiß ist immer noch, schwül, bist du narrisch, schwitz mir eins. Aber ich liege einmal. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle das Netzerl zumachen, dass keine Gößen reinkommen. Und den Rest sehen wir dann morgen früh. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ciao, Freunde.
Morgen. Na, angenehm kühl ist, herrlich. Dreiviertel sechs. Ja, es wird schon langsam hell. Der Reh war schon da und hat festgebellt. Na, und jetzt stehen wir schon langsam auf, würde ich sagen. Ja, meine kleine Behausung hat gut gehalten. Regen hat es auch gehalten. War teilweise ganz schön heftig, obwohl da sieht man gar nicht viel. Wahnsinn, ist ja schon alles auftrickert, gibt es ja gar nicht. Oder hat sie sich nur so extrem angehurcht? Ja, geh mal. Ja, frühstücken. Ich hab halt wieder zwei Eier dabei. Und die restlichen Speckwürfel von gestern, die haben wir sie da jetzt noch dazu. So, und zweimal Ei dazu. Ja, das ist schon leicht hin. Ein mehr Schluckel Kaffee. Hasch. So. Gemütliches Pfändchen. Herrlich. Ein kleines Resümee, die Nacht war relativ gut. Wetter hat auch halbwegs mitgespielt. Teilweise ist so der Sturm gegangen. Also kurz bevor das Gewitter da gekommen ist, das hat mich aber wirklich, glaube ich, nur gestraft. Weil da ist nicht einmal gescheit was nass geworden. Es hat sich nur am Tag wahrscheinlich so extrem angehurcht. Aber großteils war es ein dezentes Prasseln. War aber drin, super geschützt. Bis dahin war es auch extrem heiß. Also sowas von schwül. Ich habe geschwitzt, ich habe mir in der Nacht das Leiberl umgezogen. Am Schlafsack bin ich nur drauf gelegen. Ja. Aber sonst war es in Ordnung. Ja, Freunde, da ich nicht weiß, wie sich das Wetter entwickelt, werde ich lieber zusammenpacken, schon langsam. Das dauert eh noch eine Zeit und werde schon langsam wieder heimwärts gehen. Alles daheim zusammengelegt.
Ja. Schöner wie früher, oder? Gehen wir. Ja, jetzt sieht man schon, dass rund ums Zelt eigentlich nass war. Ja, passt pipi feins, da hinten, das zeige ich auch noch mal, das habe ich auch noch mal schön hergekriegt. Aber jetzt ziehen wir es einmal an. So. Jo, ich glaube, ich bin obmarschbereit. Ja, aber ich zeige euch gleich noch das da hinten und dann gehen wir. Ja, ich denke, so kann man Platz verlassen und man sieht dann immer, dass da geschnitzt worden ist. So sollte es sein, glaube ich. Und jetzt ab nach Hause. Und da blinzelt schon die Sonne durch die Bahn durch, herrlich. Ja, Freunde, wie ihr seht, bin ich wieder hier unten angekommen und ein schöner Overnighter geht zu Ende. Ja, mein altbewährtes Sprecherl, ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und in dem Sinn, servus die Malen und pfiat euch die Buben.